haben aber Freundin wie eine Räne. An der Platte machen wir uns eben auch. Ich meine, das ganze Gelumme, was wir noch brauchen, nicht zu glauben. Alleine die Benunzen für den Fensterbursche. Weiß ich, ohne alles ein bisschen viel. Na, Herr Frau Bipsch, macht euch mal keinen Nüschel. Verstehen ist einfach, wenn der Finanzpartner aus der Region kommt. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz anlässlich unseres Heimspiels. Der 1. FC Kaiserslautern, die Zweitvertretung, gastiert hier im Sparda-Bank Hessen-Stadion am Sonntag, 14 Uhr. Geht's hier los und hoffentlich auch so richtig rund. Ja, und ehe wir ins Sportliche reinkommen, darf ich erstmal begrüßen Christian Maslanka. Schön, dass du bei uns bist. Dankeschön, dass ich hier bin. Und der Cheftrainer, Olli Reck. Hi. Ja, und bevor wir so richtig reingehen, will ich noch mal eines sagen. Es gibt noch Restkarten, denn nächste Woche am Samstag haben wir ja hier ein ganz großes Event im Sparda-Bank Hessen-Stadion, direkt hier hinter uns. Im großen Zelt des Oktoberfests steht an. Und da habe ich jetzt gehört, im Fanshop gibt es noch einzelne Restkarten. Also muss man sich ranhalten im UFC-Fanshop. Ja, Christian, wie sieht's aus? Ein Blick kurz zurück. Ja, wie war's und wie fühlt sich das jetzt an? Wie geht's jetzt weiter? Worauf zurück? Ja, aufs letzte Spiel. Also die Mannschaft ist gut drauf. Wir haben super gespielt, nicht nur das letzte Spiel, auch die Spiele davor. Und auch im Training ist eine enorme Qualität vorhanden. Und ja, ich bin auf jeden Fall positiv gestimmt fürs Spiel. Elversberg hat ja eine richtig gute Bilanz bis jetzt hingelegt, steht ganz, ganz vorne. Ihr konntet nicht nur mithalten, sondern stellenweise habt auch richtig gute Akzente gesetzt. Das müsste doch auch Mut machen und das Ziel jetzt hier fürs Heimspiel dürfte klar sein. Ja, also ich habe bis jetzt noch keine Mannschaft gesehen, wo wir vor größeren Problemen gestanden haben. Die Schwierigkeit ist, glaube ich, einfach nur immer Woche für Woche oder Tag für Tag die Leistung abzubringen und dass wir eine enorme Qualität in der Mannschaft haben, steht auch außer Frage. Und ja, wenn wir frisch im Kopf sind, denke ich mal, werden wir es auch am Sonntag gut meistern. Der Leistungsdruck in der Mannschaft, das ist ja so das, was der Trainer sich immer wünscht, der ist auf jeden Fall vorhanden. Es wird schon richtig geackert auch im Training. Ich war jetzt hin und wieder mal da. Da geht man schon auch bis an die Grenzen. Manchmal ja, gibt es auch richtig Gummi. Auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, wir haben mehrere gute Spieler im Kader, sind sehr flexibel. Viele Spieler können auf verschiedenen Positionen spielen. Wir variieren auch oft, dass der eine mal rausgeht, der andere reinkommt, aber bis jetzt klappt alles optimal. Ja, und den Trainer freut das auch, wenn er einen breiten Kader hat. Das hast du ja immer wieder auch erwähnt. Manchmal merkt man, im Training ist unheimlich gute Stimmung. Manchmal merkt man auch, Mensch, da wird richtig gefeilt und gebissen, als ob es am Spieltag wäre. Ja, eigentlich wünscht man sich als Trainer, ne, dass es so funktioniert im Training, dass man mit Feuereifer dabei ist. Ne. Das ist, man muss nur aufpassen, an die Grenzen zu kommen, aber ich glaube, das haben wir ganz gut im Griff. Es ist immer so wichtig, dass man diese Trainingsleistung auch mit rüber nimmt ins Spiel. Da muss man sehen, dass man die Mannschaft immer wieder am Zug hat, am Riemen hat und mit kurzer Leine führt. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und da sind wir, glaube ich, dran. Die Trainingsarbeit ist das Maß der Dinge. Das ist, man kann sich über Trainingsleistungen empfehlen, nicht nur für die A-Elf, für die Stammelf, für den Kader, sondern auch für eine gute Leistung. Man legt die Basis einer guten Leistung auf den Platz im Training. Und das muss die Mannschaft jeden Tag spüren und wissen. Und nur über eine gute Trainingsleistung kann ich mich auch empfehlen für die Mannschaft. Jetzt kommen die Betzebube, die Zweitvertretung, so habe ich sie mal genannt, vom FC Kaiserslautern. Das ist ja immer schwierig, so gegen diese Zweitvertretungen zu spielen. Ja, schwierig in dem Sinn, dass es ja meistens eine relativ neu zusammengestellte Mannschaft ist. Das ist in diesem Jahr ein bisschen anders. Man hat doch den einen oder anderen gehalten, wichtige Spiele auch gehalten. Trotzdem kamen sie nicht so richtig flüssig in die Runde. Jetzt haben sie in den letzten zwei Spielen zwei wichtige Spiele gehabt, gegen Koblenz und gegen Ulm gewonnen. Das waren wichtige Siege für den SFC Kaiserslautern. Und wir müssen sehen, wir wollen versuchen, unsere Heimbilanz weiter auszubauen. Das würde uns helfen, würde
würde auch unser Publikum wieder zufriedenzustellen. Das ist ein wichtiger Aspektpunkt, gerade wenn wir zu Hause sind. Wir haben mit die meisten Zuschauer in dieser Liga und aus diesem Grunde wollen wir zeigen, dass wir funktionieren, auch am Sonntag gegen Kaiserslautern. Gestern war ich ja mal beim Training, einer hat gefehlt, ihr habt da welche, vielleicht hat noch ein zweiter gefehlt. Du kannst uns bestimmt mehr sagen, wie sieht es aus um den Kader? Ja, ihr habt morgen, also am Sonntag noch keine Rolle spielen, hat sich eine Muskelverletzung in der ersten Halbzeit zugezogen in Elversberg. Muss jetzt ein paar Tage Ruhe machen, vielleicht muss man mal schauen, dann kann er morgen, übermorgen wieder ins Training einsteigen. Da muss man abwarten, wie der Heilungsprozess weiterhin verläuft. Des Weiteren ist ja auch noch Stefano Meisel, der immer wieder Probleme hat mit seinem Knie, da muss man abwarten. Ich glaube, dass er für morgen keine Rolle spielen wird, aber danach schauen wir einfach von Tag zu Tag, wie sein Heilungsverlauf ist. Jan Hendrik hat nur so ein bisschen Rückstand, den werden wir auch noch nicht in den Kader reinnehmen, sonst sind wir komplett und das ist auch gut, das brauchen wir auch, denn wir haben in dieser Woche zwei Spiele, Sonntag, Mittwoch und da müssen wir einen guten Kader haben, der auf alles vorprogrammiert ist, auf alle Fragen, die uns gestellt werden, Antworten geben können. Nochmal kurze Rückfrage zu Ihab, ist das die alte Verletzung oder eine ganz andere Geschichte? Nein, das ist eine Muskelverletzung, die sich im Spiel zugezogen hat und er ist ein Sprintertyp, hat eine andere Muskulatur wie andere Typen und Ihab ist leider verletzungsanfällig. Aus diesem Grunde muss man ein bisschen mehr mit ihm tun, wie vielleicht mit dem einen oder anderen Spieler. Und er versucht es auch auszugleichen mit viel Training, aber schlussendlich ist es so, dass ich natürlich gerne ihn dabei hätte. Er ist immer eine wichtige Komponente im Offensivspiel und der wird uns morgen oder am Sonntag fehlen. Mhm. Vielen Dank erstmal für die ersten Statements. Jetzt bitte Ihre Fragen. Ja, vielleicht nochmal auf Lautern nochmal zu kommen. Sie haben gesagt, normalerweise viele Umstellungen, jetzt sind sogar ein paar geblieben. Was schätzen Sie denn an dieser Mannschaft besonders knifflig ein? Oder was ist denn das Problem, gegen sie zu spielen? Oder? Ja, trotzdem haben sie ein paar erfahrene Jungs dabei, die auch eine Mannschaft führen können. Ich denke, Glatzel vorne ist ja uns auch bekannt aus der Vergangenheit. Also wir sind in den letzten Spielen getroffen. Sehr, sehr guter Stürmer, guter Offensivspieler, aber wir sind eigentlich eine mutige Mannschaft, die auch versuchen, nach vorne zu spielen. Also es ist keine Mannschaft, die sich versteckt oder auf irgendwas wartet, sondern selbst agieren möchte und vielleicht kommt uns das auch ein bisschen entgegen an dem Spiel am Sonntag. Wie ist das, wenn jetzt gerade die letzten Wochen Mannheim-Elversberg Top-Teams gehabt, jetzt in Serie eigentlich? Und jetzt kommt eine Mannschaft, die sag mal, in der Tabelle eher weiter hinten steht. Muss man da wieder anders denken oder ist das einfach... Also ich habe diese Frage eigentlich schon erwartet und hatte auch schon die Antwort im Kopf, weil es ist klar, dass hatte ich vor den Spielen, als wir gegen Elversberg oder gegen Mannheim gespielt haben, gesagt, diese Liga ist viel ausgeglichener. Das heißt ja auch andersrum ausgeglichen. Also es gibt keine Teams wie im letzten Jahr vielleicht Neckarsulm, oder Saarbrücken, die abgefallen sind. Dieses haben wir in diesem Jahr nicht. Viel ausgeglichener und aus diesem Grunde habe ich nicht nur gesagt, man kann gegen jede Mannschaft gewinnen, man kann auch gegen jede Mannschaft verlieren. Das muss man wissen, vor jedem Spiel. Es gibt wirklich keine leichten Gegner in dieser Liga. Aufsteiger sind top, finde ich. Jetzt ist zwar Kaiserslautern kein Aufsteiger, aber gegen diese Aufsteiger muss man erstmal bestehen. Eine ausgeglichene Liga heißt natürlich auch, man muss in jedem Spiel alles abrufen. Nur dann hat man eine Chance, auch gegen Kaiserslautern zu gewinnen. Herr Noslander, Sie haben gesagt, wenn wir frisch im Kopf sind, was ist darunter zu verstehen? Also das habe ich auf die allgemeine Physis, auf den körperlichen Zustand bezogen. Das heißt, wir müssen, wie gesagt, wie der Trainer schon gesagt hat, also in dieser Liga darf man keine Mannschaft unterschätzen, da müssen wir halt wirklich an jedem Spieltag unsere Leistung abrufen und wie gesagt, die Qualität dazu haben wir und wenn alles stimmt, bin ich auf jeden Fall guter Dinge, dass wir jede Mannschaft in der Liga schlagen können. Vielleicht noch eine Anschlussfrage, ein bisschen auf die Position, du hast auch schon im defensiven Mittelfeld gespielt, jetzt spielst du oder hast gespielt dann Innenverteidigung. Kurze Frage, wo siehst du dich lieber? Das Gute ist halt, ich bin sehr flexibel einsetzbar, gerade im Zentrum und es spielt jetzt eigentlich keine große Rolle für mich, ob ich jetzt in der Innenverteidigung spiele, auf der 6, 8 oder 10. Ich glaube, für jeden Fußballer ist einfach das Wichtigste, auf dem Platz zu stehen, mit der Mannschaft dabei zu sein und erfolgreich zu sein.
Habe ich ihm aber nicht vorgesetzt, dass er das sagen kann. Das hat er von sich aus geantwortet. Herr Reck, ist das dem Zufall überlassen, welchen Spieler Sie aufs Podest holen vor der PK? Oder? Ich lose immer vorher aus. Natürlich ist es ja so, dass man jedem Spieler auch mal sich die Muße geben muss, sich zu präsentieren. Und der Masu hat ja eine Phase gehabt, wo er nicht gespielt hat. Ja. Ne, hat aber jetzt, glaube ich, in dem Spiel in Elversberg ein sehr ordentliches Spiel in der Innenverteidigung gemacht. Und so hat er jetzt die Chance, sich auch wieder zu präsentieren, zu zeigen. Nicht nur bei der PK heute, sondern ich hoffe auch am Sonntag im Spiel gegen Kaiserslautern 2. Also er ist dabei. Er wird im Kader sein, aber spielt, das werden wir mal abwarten. Da können wir sie jetzt einzeln durchgehen, dann wissen wir schon ja, die Aufstellung. Herr Reck, wenn Sie sagen, die Mannschaft wird an einer kurzen Leine geführt, ist das eine Mannschaft, die das braucht, oder sagen Sie, jede Mannschaft muss an der kurzen Leine geführt werden? Ja, ich glaube, dass ein Trainer eine klare Philosophie haben muss, wie er mit seiner Mannschaft arbeitet und Umgehensweisen in der Mannschaft, aber auch klare Linien, klare Regeln, klare Vorgehensweisen. Und die habe ich, das weiß die Mannschaft und ich glaube, so muss man auch arbeiten. Ich bin kein Trainer, der gerne eine Strafe zum Beispiel ausspricht, aber es gibt klare Hierarchien, klare Vorgehensweisen auf dem Trainingsplatz drumherum und da muss man reagieren als Trainer. Macht man das nicht, glaube ich, unglaubwürdig. Herr Oslanka, dann können Sie ja sagen, wie das aussieht, wie sich das auswirkt, die kurze Leine. Ja, man muss halt immer sehen, wie die Mannschaft darauf reagiert, wenn man als Trainer etwas lockerer drauf ist, ob die Mannschaft das ausnutzt oder nicht. Dass man dann vielleicht mal etwas durchgreift, aber das kommt immer auf die Phase drauf an. Die Phase vom Trainer oder die Phase von den Ergebnissen? Beides. Also ich meine, wir spielen ja Fußball, um Erfolg zu haben und irgendwie versucht der Trainer ja auch, den größtmöglichsten Erfolg rauszukriegen, in dem, was er tut. Spielt er auch Tischtennis? Ich habe gerade geguckt, da spielt ein paar Cracks Tischtennis. Stellt sich der Trainer auch mal? Das weiß ich gar nicht so genau, weil ich überhaupt kein Tischtennis spiele, aber ich glaube, er stellt sich auch ab und zu mal her. Also, ich habe jetzt mit den Jungs noch kein Tischtennis gespielt. Es ist ja so, dass wir drumherum ja, das lag so ein bisschen der René Keffel hier, die Mannschaft vor so einem Spiel oder vor dem Training, dass sie sich einfach ein bisschen locker machen, das gehört auch dazu und da gehört ein Tischtennisturnier genauso dazu wie ein Live-Kinetic-Training, das wir auch den Jungs hier anbieten. Das ist, finde ich, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir rund um den Fußball einfach den Jungs auch ein bisschen was bieten. Und das ist ein Teil davon, die Mannschaft ein bisschen locker zu machen vor dem Training, vor einem Spiel und das wird, glaube ich, auch ganz gut angenommen. Ne, der Masu ist jetzt, glaube ich, nicht so sehr von der Technik des Tischtennis begeistert. Vielleicht spielen da andere Sportarten eher eine Rolle bei ihm, aber Tischtennis, glaube ich, das kann man nicht sagen. Was ist denn deine bevorzugte Sportart außerhalb des Fußballs? Eishockey. Robust. Eishockey, oder? Ja, naja, also. Kontaktsportarten. Ja, sowas. Ja. Okay. Dann arbeite ich doch lieber selber im Kraftraum am Meer oder wenn ich dann zu Hause bin, dann lieber vor der Playstation oder irgendwas. Aber okay. Tischtennis ist nicht so mein Ding. Aber Wetten auf den neuen OFC-Tischtennismeister gibt's nicht, oder? Wetten gibt's nicht, aber. Favoriten. Favoriten gibt es sicherlich, aber ich denke mal, der Aegis wird schon mal. Ja, gibt's weitere Fragen? Zum Tischtennis oder auch zum Fußball? Ist nicht der Fall? Ja, dann darf ich mich bedanken und dann freuen wir uns hier, Sie zu sehen. Am Samstag 14 Uhr gegen Kaiserslautern. Sonntag 14 Uhr. Sonntag, richtig. Ich habe es richtig gesagt. Jetzt habe ich es falsch gesagt. Sonntag. Gut, er passt immer auf. Dankeschön.